Leute, was geht ab? Hier ist wieder Belmont Gabriel am Start mit dem letzten Spieltag der IDPL vor den Playoffs. Und zwar spielen wir heute wieder gegen den guten Meta. Und der gute Meta, muss sagen, sein Team ist immer noch gut. Genauso gut wie vorhin, genauso gut wie letztes Mal, hat sich ja nicht viel geändert. Konnte er auch nicht. Und ja, ich glaube, das Teambuilding ist auch diesmal wieder relativ ähnlich wie zum letzten Mal. Man sieht ja die Teams eigentlich direkt relativ ähnlich. Die Threats waren natürlich wieder die gleichen. Es war immer noch Mega Venusaur, Darmanitan, Conkeldurr und zu einem Extent auch Lati. Rotom Wash zähle ich dazu nicht, weil ich einfach das Celebi habe. Und ich glaube, diesmal habe ich ein paar witzigere Sets mitgenommen, die auf ein bisschen was anderes abzielen als letztes Mal. Nicht alle, aber ein paar. Ich glaube, dass das Tornadus T habe ich jetzt hier so mitgenommen, einfach mit Heatwave über Sludge Bomb, weil ich aus dem Rotom eigentlich nur rauspivoten will. Wir haben hier ein paar nette EVs, nämlich eigentlich mainly, dass wir mit Hurricane Full Speed Death Venusaur to Hit KO'en können. Max Speed um Latias zu outspeeden, oder Min Speed um Latias zu outspeeden, und dann am Schluss noch der Rest in HP, und um eine ungerade Anzahl an HP zu bekommen, hier noch 4 in Speed Death. Dann haben wir hier noch das Celebi diesmal. Ihr seht hier unten die 207. Fand ich ganz witzig. Ich wollte das nämlich diesmal so ausprobieren, dass er mit dem Rotom, falls er raus wollt wechseln will, dass er unbedingt langsamer ist als ich. Schneller ist als ich. Aus dem Grund habe ich ein bisschen Speed weggekartet, habe dann auch gesehen, okay, Venusaur hat plus Base 80 Speed, Rotom hat Base 86, das heißt, sollte ich das Rotom mit Min Speed outspeeden, dann outspeede ich sogar noch das Venusaur mit ein bisschen Speed Investment, von dem her ist das auch von meiner Seite aus komplett okay. Und das Ziel auch definitiv dann hier so erreicht. Set ist genau das gleiche. Dann Rocky Helmet Garchomp. Ich glaube, das ist 1:1 absolut dasselbe. Floorgaze sollte eigentlich auch dasselbe sein. Ich glaube, da hat sich auch nicht viel geändert. Nee. Max Fist Death. Und dann zu den letzten zwei Mons, die sich auf jeden Fall noch drastisch geändert haben. Charizard hier, Didi Zard mit Dragonclaw und Flare Blitz mit Double Step, löst hier auf jeden Fall das Amoongus ab. Ich habe mich nämlich dieses Mal entschieden, auf einen offensiveren Weg zu gehen. Mit Sweeping Potential, mit Celebi, Charizard und dann noch das Jellicent, aber da kommen wir gleich drauf zurück. Nämlich haben wir hier genug EVs, um potenziell schneller zu sein als Scarf Darmanitan, weil das meiner Meinung nach das schwierigste Mon für Zard X ist. Dann natürlich noch 80 Attack EVs, um das Conkeldurr bei plus 1 zu O-Cone mit einem Flare Blitz. Und am Schluss dann noch der Rest in HP und 4 in Defense, um die ungerade Anzahl zu bekommen, um nicht zu getoolt KO zu werden von Tarnstein. Und am Schluss haben wir das Jellicent. Ihr fragt euch jetzt bestimmt Citrusbeere. Warum Citrusbeere? Und dann schaut ihr euch das Set an und wisst sofort, okay, Belly spielt Heat-Sets. Und ich sag ja. Genau so ist es, meine lieben Freunde. Genau so ist es. Der Plan ist, dass wir mit der Bärde dann nochmal zurück auf ungefähr 120, 110 Base Power kommen. Sollten wir unter 50% kommen und ihn dann mit einer Water Spout dann noch trotzdem sehr, sehr stark hitten können. Ja, ich würde hier sagen, wir springen gleich mal rein und schauen, was er mitgebracht hat. Okay, er hat sein Munchlax dabei. War eigentlich relativ zu erwarten. Was hat er denn dabei, was ich erwartet habe? Er hat sein Mega Venusaur nicht dabei, was ich überhaupt nicht erwartet habe tatsächlich. Er hat sein Latios und sein Rotom Wash dabei, was ich erwartet habe. Er hat sein Aero oder Mandatar dabei. Er hat sein Conkeldurr nicht dabei, was ich nicht erwartet habe. Und ich weiß immer noch nicht, warum er Mesprit nicht gegen mich mitnimmt. Absolut nicht. Dojo war klar. Und ich weiß auch immer noch nicht, warum er sein Mawile gegen mich mitnimmt. Also, von dem her, gut, kann man definitiv so anbieten. Gut,
Ja, dann ist das auf jeden Fall hier sein Squad. Und ich kann das hier mal schließen. Okay. Ah, fuck. Ah, ja. Ah, Mann, wieso forderst du mich im Custom Game, Mann? Meta, ich fordere dich jetzt. Anything goes. Hier, so, anything goes. Besser. Ah, ich frage mich, warum man in Anything Goes potenziell fordert. Ja klar, Celebi könnte theoretisch Bettenpass haben. Allerdings macht Bettenpass hier nichts. Absolut zero. Custom. Ich habe meine Hand. Oh, da muss ich jetzt das Set halt echt ändern. Ah! Okay. Ja, muss ich das Set nochmal machen? Das ist dann Charizard X. Waren 80 plus minus. Speed war auf 216. Rest hier rein, minus 4 und 4 hier rein. Okay. Dann haben wir hier Dragon Dance, Dragon Claw, Flare Blitz und Roost. Okay. Nein, jetzt wollte ich ihn schon wieder in Anything Goes fordern. Dann hat er wieder gemeckert. So, okay. Ich hoffe mal, dass die EVs alle passen. So, okay. Gut. Dann make this room hidden. Okay, ich mache jetzt Trash Talk. Easy win. 6-0. Team predicted 100%. 100%. Easy. Easy. Es könnte nicht einfacher sein. Gut. Gerade im Moment schäme ich mich ein bisschen, dass ich kein Icy Wind dabei habe, aber es ist vollkommen okay. Oh Mann, Trash-Talk ist schon witzig. Okay. Die eine Sache ist. Eine Sache ist. Das Refly. Ich. Oh shit. Ich will das Aerodactyl nicht aufsetzen lassen. Beziehungsweise die Tarnstelle nicht aufsetzen lassen. Ich glaube, ich muss. Gut. Er hat keinen Healwelle dabei, das ist von dem her schon mal okay. Aus dem Grund will ich mit Jealous entliehen. Um das Ding Ride of the Bat zu Will-O-Wispen. Ich rechne sehr, sehr stark damit, dass Jellicent die meiste Arbeit hier in diesem Matchup macht. Und das Zard. Ich hätte auch gern Taunt dabei gegen das Munchlax hier. Aber solange das Jellicent lebt, kann ein normales Common Curse Lex mit Rest Talk nicht gegen mein Team gewinnen. Das heißt, das Jellicent ist meine Win Condition gegen so ziemlich alles. Okay. Und hier ist das Darmanitan. Und ich meme in Runde 1 weg. Runde 1 weggememt. Easy. Ich schätze mal, dass er auf einen Wildcharge gehen wird. Das wird definitiv um die 50% machen, wenn nicht sogar mehr. Aber wir haben auf jeden Fall die, die Water Spout auf unserer Seite. Und solange wir über 50% kommen, macht das auch gleich beziehungsweise mehr Schaden als Gold. Okay, er geht in den Rotom Wash. Und wie viel Schaden machen wir? Das ist guter Schaden. Das ist definitiv guter Schaden. Akzeptabel. Ich würde gerne seine Reaktion sehen hier. An der Stelle. Ja, ich glaube, Celebi ist definitiv mein bester Zug. Wo ist mein Kleiner? Hey, Waterspout is Heat, mein Freund. Waterspout is Heat. Also ich würde eigentlich extrem gerne hier in mein Celebi gehen.
Ich meine, ich habe absolut nichts zu befürchten. Dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier in mein Guardjump gehe, ich expecte ihn, dass er für Trick geht. Okay, geht für Signal Beam right off the bat. Und ich werde jetzt definitiv irgendwas Dragon Tailen. Ich glaube nicht, dass er HP Ice hat. Ich glaube, dass er irgendwie, dass er Choice Scarf ist wahrscheinlich. Choice Scarf Rotom Wash wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Und ich muss, wenn ich ehrlich bin, in dem Rotom sehe ich definitiv auch meine Wincon. Dann, falls ich in irgendeiner Art und Weise aufsetzen kann, wenn es Scarf ist. Aber das werden wir dann sehen, sobald das Charizard einmal drin ist. Es ist nicht Scarf. Und bevor es ihn raus in sein Latias. Nice. Was für uns heißt, auf seinen Latias können wir eigentlich ohne Probleme in unser Celebi wechseln. Meiner Meinung nach. Er geht für Sub. Okay. Gut. Ich will meine Taten schnell aufkriegen. Und alles brechen, was du hast, das ist vollkommen okay von meiner Seite aus. Dass du die Sub aufsetzt. Florgaze wird wahrscheinlich gegen das Latias gewinnen. Von dem her, auch wenn er CM ist. Und ich gehe für den U-Turn. Sub CM Latias. Und das war genau das, was ich von ihm wollte, dass er mitbringt. Das ist eigentlich perfekt. Die Frage ist, wenn er Roost ist, was für eine Attacke hat er. Und ich weiß auch definitiv, was meine Wincon ist. Ich schätze mal, dass er Mono Psyshock ist. Genau das habe ich erwartet. Allerdings will ich trotzdem die Bestätigung, dass er Mono Psyshock ist. Aus dem Grund gehe ich hier nochmal für den U-Turn. Und geh einmal in unser Floorgaze. Okay. Er geht für die Recover. Damit wissen wir jetzt, okay, er ist definitiv zu 100% Mono Psyshock. Und ich werde hier einmal auf einen Moonblast gehen, um zu sehen, um zu scouten, wie viel Schaden wir machen auf ihm. Was das Mono Psyshock macht, ist effektiv, wir können eine Attacke mit unserem Saal tanken. Das ist wichtig. Definitiv wichtig. Zu wissen. Er sitzt auf mit seinem Latias. Und wir kriegen einen Special Attack Drop. Perfekt. Ich will nicht, dass das subbt. Deswegen gehe ich jetzt nochmal für einen Moonblast. Okay, wenn er nochmal hier für eine Roost geht, komplett okay von meiner Seite aus. Und ich toxic ihn jetzt. Obwohl, nee, ich Moonblaste noch einmal. Einmal Moonblaste ich noch, während er für den Moonblast geht. Während er für die Links geht. Und jetzt toxic ich ihn. Ja. Und wir treffen. Nice. Das heißt, das Latias ist schon mal down. Und ich kann jetzt wischen. Wenn du nicht subst. Die Sub-Gefahr war natürlich die ganze Zeit da. Das ist natürlich klar. Aber er hätte einen Crit riskieren müssen. Und das wäre an seiner Stelle in dem Moment gerade ein bisschen zu riskant gewesen. Obwohl ihn ein Crit wahrscheinlich auch schon von der Reichweite ausgenockt hätte. Wenn er bei plus... Obwohl, er kriegt bei plus 3 25%. Das hätte er ohne Probleme von Full ausgereicht. Aber damit ist das Latias weg und das ist eigentlich alles, was wir wollten. Ja, geht er für den Psyshock. Nichts lieber als das. Ich gehe für die Protect. Wenn er in sein Mawile geht, komplett okay von meiner Seite aus. Weil wir jetzt in unser Charizard gehen können. Und wir haben gesehen, dass sein Latias nicht Choice Scarf ist. Und das ist alles, was wir brauchen. Das ist literally alles, was wir brauchen. Er geht jetzt hier für die Tarnsteine. Ich glaube nicht, dass er Rock Slide hat. Ich gehe auf jeden Fall hier für den Dragon Dance, falls er jetzt hier auf irgendwas komisches gehen sollte, wie
auf Playdraft gehen sollte. Wenn er Rockslide hat, dann gebe ich ihm den Kill. Dann macht unser Saal sowieso nicht viel. Er geht auf Iron Defense. Okay. Du wirst den Flareblitz trotzdem nicht überlegen und plus 1 reicht, um eigentlich alles auf deinem Team zu töten. Von der Reichweite. Außer das Munchlax. Symphogear, er hat Symphogear genannt. Oh Mann. Er hat das Ding Symphogear genannt. Okay, das ist cool. Ich schätze mal, er hat da Manitzen dieses Mal mitgenommen, weil ich ihm letztes Mal gezeigt habe, was jetzt genau sein Missplay war bei dem Match gegen Pursuit, dass er einige Teambuilding-Fehler gemacht hat und dass er definitiv eine falsche Win-Condition getroffen hat, die überhaupt nicht zu seinem Team gepasst hat. Und ich ihn ein bisschen belehrt habe, dass er da Manitzen viel zu wenig mitnimmt. Weil da Manitzen eigentlich meiner Meinung nach echt gut in so einem Format ist, vor allem weil es so unpredictable ist. Es ist so viel Coverage-Moves, dass es eigentlich... Es ist richtig, richtig gut. So. Das einzige Mon, das ich wahrscheinlich gerade nicht töten kann, ist das Munchlax. Aber das ist vollkommen okay. Und er hat gerade wahrscheinlich Angst. Und die sollte er auch haben. Weil er kann es literally mit nichts töten. Absolut nicht. Und wir können jederzeit Mega evolven. Ja, und das sollte droppen, ja. Das Munchlax hat wahrscheinlich Thick Fat. Wie gesagt, wir sind schneller als ein Scarfter Manitan. Wir haben gesehen, dass es nicht Scarf Latias ist, was das Wichtigste war. Geht jetzt hier in sein Munchlax. Definitiv der richtige Zug. Allerdings müssen wir kein einziges Mal mehr für den Flare Blitz gehen. Aus dem Grund hoffe ich mal, dass eine Tough Claws Boosted Dragon Claw hier ausreicht und er uns nicht mit seinem Body Slam parrot, weil dann haben wir gewonnen. Dann gewinnen wir straight up 6-0 mit dem Charizard. Und ich glaube, dagegen hätte er sogar relativ einfach tacken können gegen das Salt. Deswegen war es auch wichtig, Zard als Notstopp zu haben, weil wir eben den Boost in der physischen Defense kriegen, um einen Psyshock tanken zu können. Und das droppt einfach die... Okay, GG. Es ist literally... Ich klicke jetzt einfach literally nur noch Dragonclaw und gewinne. GG. Yep. Ja. Nehmen wir diese Tryhard. Und Lauf 4. Natürlich. Die Violite EQ, man. Scoutet schon wieder nicht. Oder T-Punch auf Morwell. Ah ja, genau. Das Einfachste, was er hätte machen können, wäre... Obwohl, er könnte Scarf Aero sein. Er könnte immer noch Scarf Aero sein. Wenn er Scarf Aero ist, ich feiere ihn. Wenn er wirklich Scarf Aero ist, ich feiere ihn. Aber sollte Zard jetzt hier nicht sweepen, dann ist die Rolle vom Zard eh nutzlos gewesen. Und er muss erstmal die Stone Edge noch connecten. Das ist wichtig. Für ihn. An der Stelle noch. Ansonsten. Ja, ne? Ich hoffe, ich nehme diesmal im richtigen Format auf. Letztes Mal habe ich nämlich im FLV-Format aufgenommen, irgendwie sowas. Und ihr seht nicht das Aktuellste hier unten. Das ist gerade noch. Ich muss noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen mit rumspielen. Mit dem, immerhin habe ich Heat am letzten Spieltag gebracht. Ich stehe dazu. Oh, das baut Jelly. ja, ich muss noch ein bisschen dran arbeiten. Um zu sehen,
was hier das beste Aufnahmeformat ist. Weil ich relativ unzufrieden noch war damit, weil ich jetzt mit OBS aufnehme. Es ist ein Mondapplaus, meine Damen und Herren. Ja, jedenfalls hätte eigentlich ganz einfach hier was dagegen bringen können, glaube ich. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie er das hätte machen können. Die erste wäre, dass er eine Rock Coverage auf seine Mobile mitbringt oder Toxin. Die andere wäre gewesen, dass er eigentlich ganz einfach sein Mesprit mitnimmt. Mesprit kann uns Thunderwaven, Mesprit kann uns eigentlich ist Thunderwave das Wichtigste für ihn, dass er unser Charizard rausnehmen kann ohne Probleme. Ja, war eigentlich so ganz okay. Ja, destroyed. GG. Wieso mache ich immer das Hashtag? Das ist unglaublich. Naja, egal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei den Playoffs. Wie gesagt, ich glaube, dass Meta auch noch das Mon hier in seinem Kader extrem unterschätzt hat. Ich hätte das viel öfter mitgenommen. Die Flexibilität von Mesprit ist einfach unglaublich. Dadurch, dass es Healing Wish hat, es hat Thunder Wave, ist ein theoretischer Rock Setter und hat auf jeden Fall auch noch Coverage mit Trick, dass es eventuell einen Leftovers-Nutzer dran kriegen kann. Ja. Gut. Also, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei den Playoffs. Bis dahin. Tschüss.